Hallo und herzlich willkommen zur 230. Folge von Project Unstable 6. Eieiei, ich hatte gerade mit meinem Netzwerk zu tun. Das wollte sich nicht mehr verbinden. Eieiei, so. Okay. Hi. Das letzte Mal hatten wir hier angefangen, das ein bisschen zu bauen. Dann habe ich beschlossen, ich verschiebe es. Und dann wurde ich irgendwie so aus der Folge rausgerissen, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte. Also, dass ich keine Lust und Möglichkeit mehr hatte, das noch fertig zu machen. Okay, ihr seht, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zum einen das Kabel hier schon mal gesplittet, hier auf die Seiten. Habe mal den Capacitor um einen nach links verschoben. Habe hier unten nochmal eine Conduit-Fassade, einfach mit einer Conduit drin. Das Kabel habe ich auch einen verschoben, also im Endeffekt alles um einen verschoben. Hier habe ich schon mal Fassaden dran. Interface habe ich schon bereit, bis auf 1. Und ja, die Export-Bus sind auch schon, die Sachen sind schon gefüllt, das heißt, wir können schon mal die Rezepte wenigstens umändern, dass das wenigstens schon mal funktioniert. So, zack. So, und so. Und ihr seht, den Rest hier habe ich auch schon sogar weggebaut. Also, es ist eigentlich wirklich das Einzige, was noch übrig war, waren jetzt noch die Interface. Den Rest hatten wir alles schon gemacht. So, jetzt muss ich gucken, warte mal, unten war Redstone, ne? Jo. Gut. Also unten haben wir Redstone, ein Bucket, das Ding, das hier, die Energy Cell noch, das Ding, okay, so, dann war Glowstone, wenn ich mich recht entsinne, ja, mal so rum, dann ist es wenigstens alles gleich und hier oben war dann das, so. Das ist ungefähr vom Verhältnis her gleich, dass wir praktisch erst immer die Conduit haben, sollten wir eine füllen und dann den Flux-Duct und dann den Rest. So, ich bin ein bisschen komisch. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das schon mal soweit fertig. Ich brauche noch den anderen Fluid-Transposer mal noch, dass wir den schon mal mit anschließen können. Und dann kann ich auch gleich mal testen, ob das Zeug verliert oder nicht. Ich glaube ja. Ja, tut er. Okay. Zack und zack. Gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt nochmal zwei zusätzliche Fluid Transposer, die ich natürlich noch upgraden muss. Aber jetzt sind erstmal die ganzen Rezepte wieder lauffähig. Was im Endeffekt mein Problem die ganze Zeit war. So. Kann ich nicht machen, weil irgendein Nugget-Problem, ja. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir immer eine gewisse Anzahl Elektrum behalten. Wir müssen allgemein mal für ein paar Ingots müssen wir dafür sorgen, dass wir ein paar Sachen autocraften. Und ich bin immer noch am überlegen, ob ich die Nuggets rausnehme aus der Übersicht. Hm, okay. Upgrade. So, machen wir nochmal 4 davon. Dann kann ich nämlich die ganzen Maschinen hier schon mal auf Signal um upgraden nochmal. Gut. Das ist das. Hier drüben kann ich schon mal dann nochmal. Habe ich das Interface? Ja. Zack. Dann können wir das nämlich schon mal covern. Mit Fassaden. So. Flup, flup, flup. So, und dann machen wir das auch in meiner Mitte noch dicht, weil das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Einzige Problem ist natürlich, das Rankommen ist ein bisschen bei uns problematisch jetzt. Weil wir hier nicht unbedingt so einfach rankommen. Wir müssen hier hinten einmal über die ganzen Kabel drüber. Ja, und hier weiß ich noch nicht genau, was ich hier hinbauen will. Und hier weiß ich noch nicht genau, was ich hier hinbauen will. Theoretisch hätten die Fluid Transposer auch hier hingekonnt. Weil es ist eine Breite von 5. Aber ich will hier gerne eigentlich was machen, was ich vielleicht in der Wand selber automatisieren kann. Was wirklich nur ein Block breit ist. Oder dass wir hier nur Kabel machen und irgendwie Zugänge. Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht, dass es so weit vorragt wie das Ding hier. So, habe ich denn eigentlich noch... Warte mal, wir können mal das nochmal ganz kurz chillen machen. Bevor wir uns ans nächste setzen. Das war doof, das wollte ich nicht. So. Und hier nochmal. So, damit ist das schon mal schön. Wir haben jetzt hier praktisch diesen nächsten Raum fertig. Das ist schön. Ich habe jetzt ganz oft schön gesagt, deswegen sage ich nochmal schön. Schön, ne? So, Upgrade. Upgrade mal die Dinger einfach mal kurz nochmal. Er macht die nicht, weil er hier durcheinander kam. Ja,
Und das ist genau das Problem. Seht ihr? Hier haben wir jetzt praktisch Molten Gold drin und er müsste eigentlich die Erothium Buckets machen. Ich finde das immer so toll. So. Zack. Gut, und nehmen wir erstmal das Erothium raus und danach kann er den Rest noch machen. Okay, gut. So, dann machen wir es jetzt mal ganz geschickt. Wir machen einfach mal das und das und das und das zusammen und machen einfach mal zwei Upgrades komplett. Zack, zack. Brauchen wir ein paar Mal klicken. So, dann brauchen wir noch Augmente. Augment. So, ist alles geupgradet. Wunderbar. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass Minecraft wieder mich rausschmeißt. Ich hatte heute schon, dass meine Internetverbindung weg war. Jetzt mach nicht, dass ich wieder aus Minecraft rausfliege, weil du jetzt ewig keinen hängst. Mann. Okay. Kann ich in der Zwischenzeit mal irgendwas erzählen noch? Ja, ein bisschen Palladium haben wir mittlerweile, aber bei Weiben noch nicht genug. Das dauert noch eine ganze Weile. Ich glaube wirklich nicht, dass das Crystal-Ding irgendwas bringt. Ja, es schmeißt mich natürlich raus. Warum auch nicht? Mann. Ja, und was wir im Endeffekt jetzt noch machen werden, diese Folge, ist das Auto-Setup für Erothium. Also, dass wir praktisch Erothium zur Verfügung haben in Tanks und wir werden das ein bisschen einfacher automatisieren, weil in Sachen, wo wir nur Buckets brauchen, beispielsweise bei Erothium brauchen wir nur die Eimer vielleicht. Pyrothium brauchen wir nicht nur die Eimer. Das ist das Problem. Das heißt, alles, was wir anders befüllen müssen, wo wir beispielsweise noch Machine Frames oder so befüllen, werden wir es über Fluid Transposer machen. Deswegen die zwei zusätzlichen. Hey, ich bin wieder da. So. Aber bei den anderen Sachen, was wir jetzt hier praktisch hier in dem Magma Crucible haben, der Magma Crucible soll ja nur für Chips erstmal da sein. Chip. So, und zwar haben wir hier. Genau, Wooden Storage Crate, das Ding hier. Wir haben ein paar Sachen, die brauchen Cryo-Therm. Wir brauchen im Endeffekt einen Eimer, wir brauchen das, wir brauchen Machine Frame und wir brauchen die Cryo-Stabilis Flux Duct. Und Pyro-Therm haben wir im Endeffekt den Machine Frame und das Ding. Was anderes haben wir nicht. Die Machine Frame gibt es noch ein paar andere natürlich. Wir haben noch zum Beispiel, also Glowstone, Redstone, Ender haben wir alles drin. Im Endeffekt geht es nur noch darum, um beispielsweise Enderium, Yuvimeta, aber die Dinger mache ich manuell, weil die brauchen wir so selten. Das muss nicht bei Autocrafting erstmal gemacht werden. Da passiert sonst zu viel Übel. Aber was anderes brauche ich eigentlich bei Pyrothium? Achso. Pyrothium, muss ich mal so gucken. Brauche ich das noch irgendwo anders, die Flüssigkeit? So. Wir brauchen sie für Molten Fiery Blood. Das kann ich aber nicht automatisieren, das muss ich immer für Request machen. Und ansonsten haben wir im Endeffekt nur die Floorbs oder irgendwas, was wir füllen können an Tanks. Das war's. Genau. Und ansonsten brauchen wir es vielleicht mal in einem Dynamo, aber nirgendwo sonst. So, also von daher ist das eigentlich auch nur für zwei Sachen gut, aber na gut. Ist ja egal. Also wie gesagt, wir werden einen Fluid Transposer werden wir machen für Pyrothium, einen machen wir für Cryothium und das Aerothium. Ups. Habe ich jetzt? Ja. Moment, ich stelle gerade wieder zu sehr an der Musik rum hier. So. Für Aerothium, Petrothium machen wir eine Automatisierung im Black Hole Tank. Dass praktisch wir immer dafür sorgen, dass wir eine gewisse Anzahl haben. Von Zeug. Sind Dinger leer oder kann ich die einfach nicht? Ich glaube, ich kann die nicht stacken. Okay. Wir können auch mal die noch dazu packen. Okay, folgendes. Machen wir erstmal folgendes. Ich guck mal ganz kurz die Lage an. Ich glaube, wir hatten alle Channel erstmal voll, ne? Mensch. Wie sieht unser Lagersystem aus? Na, nicht ganz voll. Wir können theoretisch noch mit Zellen arbeiten für Sachen, wovon wir nicht ganz so viel haben. Was jetzt beispielsweise ja hier Öl ist, wenn ich mich recht entsinne. Dann am Fluid Terminal. Das könnte ich mal hier irgendwo ans Hauptsystem anschließen, also hier. So, dann kann ich eigentlich sogar. Moment.
Sollte er hier eigentlich noch genügend Channel übrig haben? Au. Um das zu tun. Jo. Gut. Dann machen wir das nämlich einfach so, dass ich hier das Kabel einmal austauschen werde. Durch ein Fluix-Kabel. Dann machen wir hier im Endeffekt das schwarze Kabel davor. Kommt das Fluid-Terminal ran. Und dann brauche ich nochmal ein Cable. Habe ich noch ein schwarzes? Ja. Zack und zack. Und dann einmal das. So. Und dann brauche ich nochmal eine Fassade. Zack. Wunderbar. Und dann kann ich jetzt hier praktisch die ganzen Flüssigkeiten auch mal einsehen, die praktisch hier in dem kompletten Netzwerk sind. Und Öl, wie gesagt, ist hier im Moment in der Zelle. Ich könnte da theoretisch auch noch andere Sachen mitmachen, aber dann würde mein Auto-Crafting nicht funktionieren, was ich vorhabe. Und zwar können wir hier nämlich einfach einen Eimer reinpacken und kriegen unten einen Eimer raus. Das heißt, wir können den Black Hole Tank relativ einfach automatisieren. Das könnte ich sogar eigentlich für Milch auch machen. Dann brauche ich theoretisch nicht den Import- und Export-Bus, dann habe ich immer hier meine Masse. Das Problem ist natürlich, das Autocrafting muss irgendwie gesetzt werden. So, und was ich mal probieren wollte, war eigentlich ein Black Hole Controller. Zack. Pink Slime Ingot. Dafür brauche ich einfach nur einen Haufen Pink Slime, ne? Genau. Sieving Machine. Pink Slime haben wir. Also muss ich flüssig machen. Ah, ich brauche die Flüssigkeit. Stimmt, ich brauche die Flüssigkeit. Ja, aber hier war der Badu. Moment. Verdammt. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Vier Eimer, das heißt, wir kriegen zwei Ingots. Okay, warte, wir haben schon mal für zwei Ingots bereit. Okay, dann machen wir mal ganz kurz die Sieving Machine. Wie platziere ich die jetzt am besten? Nein, ich will sie abbauen. So, danke. Wo bauen wir die am besten hin? Ich nehme einfach mal das Ding mit. Hilfe. Die Welt geht unter. So. Ich hau mich mal kurz ins Bett, dass der Regen aufhört. Und bauen wir das einfach hier irgendwo hin, wo wir Strom haben. Ich überlege gerade, wo wir es am besten hinbauen könnten. Baue ich es rüber? Ich hatte hier drüben nämlich auch nochmal was anderes aufgebaut. Und zwar eine Sawmill, die ich mal ein bisschen automatisiert hatte, damit ich mir nochmal ein bisschen Silicon mache. Also ich habe nochmal 3000 Silicon gemacht gehabt, durchgearbeitet. Jetzt ist nur die Frage, möchte ich das Ding automatisieren oder nicht? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Okay, dann baue ich es erstmal hier hin. Hey, was habe ich denn hier fabriziert? So, ich baue das hier weg. Endlich kann ich das komplette Ding erstmal wegmachen. Tschüss. Und dann machen wir das Ding einmal hier dran. So. Da kriegt sie nämlich erstmal Strom. Das Ding verbraucht 40 F pro Tick. Das ist okay. Theoretisch dann einen Tank. Den können wir mal hier einfach erstmal hinstellen. Dann machen wir das mit Eimern erstmal raus. Weil ich mir noch unsicher bin, wo ich es hinhaben möchte. 1, 2. 1, 2. Und dann brauche ich mal Eisen. So. Allihop. Und 1, 2, 1, 2. Achso, noch kein 2 einmal wieder. Jetzt. So, dann haben wir nochmal 1 auf Tasche, falls wir mal brauchen. Muss ich da jetzt mal gucken, dass ich nochmal ein bisschen. Lass ich mal die Spawner nochmal ein bisschen an. So, wir haben jetzt einen Pink Slime, das heißt, ich kann Black Hole Controller Tier 2 machen. Wir brauchen eine Ender Chest. Gear, also ich brauche Diamond Ingots und ich brauche ein Simple Machine Frame. So, dann gucken wir mal, weil in diesen Black Hole Tank Controller, in den Black Hole Controller kann ich nämlich, ich glaube bis zu 6 oder mehr, 12 Black Hole Units kann ich da reinpacken.
Und das sorgt dann am Ende dafür, dass ich in der Lage bin, auf die auch zuzugreifen über einen Input. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich dann nur einen Storage-Bus für alle Sachen. Natürlich lohnt es sich nur für Sachen, wo ich definitiv weiß, dass ich die nicht verlieren werde. Also, was heißt verlieren, dass ich da null mal irgendwann bekomme. So, weil wenn es leer wird, dann füllt er natürlich den erstbesten Black Hole Unit. So, und jetzt gucken wir einfach mal, inwiefern das funktioniert. Weil dann kann ich nämlich zum Beispiel Sachen, wovon ich niemals leer gehen werde, beispielsweise Lava, Redstone, Ender und Glowstone, sollte ich eigentlich niemals leer gehen. Oder Creosote, kann alles mit rein. Rocket Fuel theoretisch auch. So, wie gesagt, wir haben 12 Slots. Wir können die Black Hole Units als Zugriff machen, praktisch nur alle auf einmal konfigurieren. Und das war's. Das heißt, ich gucke jetzt mal, ob irgendein Crafting-Prozess aktiv ist. Ja, brechen wir mal ab. Brechen wir auch mal ab. Ist wahrscheinlich wieder durcheinander gekommen. Das müssen wir unbedingt fixen mit den ganzen Durcheinanderkommen. So. Lava wird er ja erstmal nicht brauchen, weil da habe ich nichts, was im Moment läuft. Machen wir das mal ab. Zack. Machen wir Lava rein. Jetzt sollte er trotzdem mir die Lava noch anzeigen. Wunderbar. Super. Wir sehen die Lava. Klasse. Das heißt, ich kann theoretisch alle Sachen da reinpacken und brauche nur einen Anschluss, einen Black Hole Controller und kann alles an Flüssigkeit machen. Natürlich haben wir es dann nicht ganz so einfach und können hier einfach auf die einzelnen Sachen klicken. Wir müssen dann hier reinklicken und müssen dann mit Shift im Endeffekt sehen, was wir drin haben. Aber es geht, glaube ich, schlimmer. So, dann machen wir jetzt die mal weg. Und das Ding auch mal nochmal weg. Und setzen das mal nach hier unten. So. Haben wir, machen wir mal Redstone, das und Glowstone, machen wir die mal hin. So, Black Hole Tank. Jetzt mal kurz gucken. Wir sehen alles wieder. Wunderbar. Warum sehen wir alles? Habe ich das nicht partitioniert gehabt hier unten? Doch. Moment. Warum sehe ich alles, wenn es partitioniert ist? Das ist komisch. Das ist sehr komisch gewesen, warum ich das trotzdem alles gesehen habe. Nun gut, aber wir können jetzt auf jeden Fall alle Sachen hier reinpacken, schön. So, und dann können wir das alles hier reinpacken und brauchen nicht mehr diesen großen Speicher hier. Milch sollte ich auch niemals leer gehen, aber Milch möchte ich anders machen. Das ist im Endeffekt jetzt so der Hintergedanke von mir gewesen. Sehe ich die Milch noch? Warum sehe ich die Milch? Das Ding ist partitioniert. Das verstehe ich nicht. Wir sehen die Milch. Wir sehen sie definitiv. Warum? Das macht für mich keinen Sinn. Aber nun gut. Und zwar möchte ich die Milch nämlich gerne, wir haben ja im Moment die Automatisierung von unserem Autocrafting drüben im Hauptnetzwerk, unten im Keller, wo wir praktisch Milch zu Eimern machen. Ich würde gerne, dass wir das alles direkt im Black Hole Tank machen. Hier können wir es nicht machen. Hier können wir nicht einfach sagen, wir wollen ein Item reinpacken, oder? Können wir es? Moment. Konnüt. Mal kurz gucken. Und Crate. Mal ganz kurz gucken. Es verbindet sich. Frage ist, was nimmt er überhaupt raus? Nimmt er jetzt die Black Hole Tanks raus? Huch, nein. Das war doof. Etc. Mich interessiert es einfach mal, was er macht. Ich glaube, ich kann Eimer reinleiten und kriege dann leere Eimer raus. Braun. So, Insert Braun. Mal gucken, was funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Kann ich denn... Nein, kann ich nicht draufklicken. Okay, nehmen wir mal kurz einen raus. So. Mal ganz kurz gucken, was da überhaupt funktioniert. Nope. Okay. Das funktioniert gar nicht. Okay. Gut. Das heißt, die Dinger könnte ich dann nicht automatisieren. Mit Eimern. Aber das sind alles Sachen, wo ich eigentlich keine Eimer brauchen sollte.
Nee. Creosote Oil könnte ich was gebrauchen. Oh, das könnte ich mir auch anders machen. Ich bin gerade nicht ganz so der Fan von diesem Black Hole Controller. Ich meine, wann gehe ich mal hier hinten an die Black Hole Tanks und nehme was raus? Okay. Weil ich möchte nämlich gerne Folgendes machen, dass wir praktisch eine Automatisierung bauen können, die einfach so aussieht. Wir haben hier Extract und Insert. Und hier haben wir Extract und Insert. So. Und danach können wir im Endeffekt hier sagen, wir möchten gerne einen Eimer reinpacken. Und dann werden wir jetzt sehen, dass praktisch der Eimer verschwindet. Extract, always active, braun. Set braun. Fluid Containers. Ach, ich kann keine leeren Eimer. Okay. Ach so. Okay, das war... Okay, dann hat sich eh alles, was ich geplant habe, gerade in Luft aufgelöst. Warum geht das nicht? Was ist denn das für ein Mist? Warum kann ich nur Flüssigkeit reinmachen, aber keine rausnehmen? Wer hat sich den Mist ausgedacht? Okay, gibt es da irgendwas von eigentlich hier, Industrial Foregoing. Moment. Gibt's hier irgendwas, was das machen kann? Black Hole Unit, Water Condenser, Resource Fisher, beziehungsweise ich kann ja gucken, wie ich die auffüllen kann. Machine Output, Mob Crusher. Gibt's keine Möglichkeit, die Flüssigkeit von sich aus wieder rauszunehmen hier? Sehe ich das richtig? Dictionary Converter, Splitter, Fluid Pump. Was macht das Ding? Fluid Pump above a fluid. Okay, das macht nicht, was ich dachte. Vielleicht tut's. Ich dachte nämlich, vielleicht nimmt es auch aus Tanks raus. Aber es gibt keine Flüssigkeit, ne? Black Hole Label. Oh, es gibt Label. Das ist cool. Black Conveyor Belt? Ne, es gibt keinen Flüssigkeitstransport. Okay. Das macht alles kaputt, was ich mir überlegt hatte. Ich dachte nämlich, dadurch kriegen wir es wesentlich schneller hin, aber nö. Einzige Möglichkeit, die ich jetzt halt habe, ist theoretisch zuzugreifen und einfach zu sagen, okay, der Tank nimmt sich raus aus dem Interface oder sowas. Und wir haben ein Interface, wo wir immer Milch drin haben oder sowas. Hm. Also theoretisch, der Black Hole Controller ist schön. Aber... ich weiß nicht. Okay. Moment. Milch kann ich... eigentlich kann ich alle mit reinpacken erstmal. Nee, wisst ihr was? Nee. Es gefällt mir einfach tausendmal besser, wenn ich sehe, was ich habe. Ich weiß, das ist komisch wahrscheinlich für einige. Das ist eine Leere, ne? Nee, das ist Milch. Okay. Energize. Cluster. Warum hängt's immer mal? Das macht mir Sorgen. So, zack und zack. So. Ich will sehen, was ich habe. Ich bin komisch, aber ist mir egal. So, und hier oben kann ich noch eine Reihe draufpacken. Ah, nee, kann ich nicht. Moment, dann müsste ich hier nochmal umstellen. Warte mal. Kurze Rechnung anstellen. 6. Also müsste ich hier cutten, anstatt hier hinten. Also im Endeffekt einfach nur den Cut um einen nach vorne verschieben. Machen wir das mal eben schnell.
Zack. Zack und zack. So, und dann müssen wir das einmal trennen und wieder hier dran machen. Okay. Und damit sollte ich alles noch sehen. Wunderbar. Und ich kann das Zeug nämlich jetzt dann aufeinander stapeln einfach. So, das sollte ja im Moment keine Lava ziehen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo. Ah, doch, für die... Ne, das machen wir mit Ritual. Okay. Gut, machen wir das erstmal ganz kurz so. Also anscheinend das Partitionieren von Flüssigkeiten bringt einfach gar nichts. Aus irgendeinem Grund. Was mich echt stutzig macht, warum das der Fall ist. So, ich mach mal ganz kurz diesen hier. So, Storage Bus. Und dann mache ich oben mal die Kabel drauf. So, dann ist es 3 hoch, das heißt, hier müsste ich dann theoretisch auch nochmal. So. Machen wir es mal so. Und so. Wunderbar. Und dann setze ich die praktisch hier rüber einfach. Und dann kann ich sie 3 hoch machen. 4 hoch leider nicht. Aufgrund von Dachsachen. Aber, nee. So. Okay, das gefällt mir besser. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mal ein Kabel ranbekomme. Kabel. Zack. Und das Ding. So. Zack und zack. So, und ich sehe auch, eigentlich ist die Folge zu Ende. Das heißt, ich beende die jetzt auch erstmal. Ich hoffe, es hat euch auch erstmal gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir die Automatisierung fertig, weil anscheinend das kann ich eh nicht so automatisieren, wie ich dachte. Das heißt, ich stapel die jetzt einfach alle. Ah, lila soll unten sein. So. Jetzt muss ich nur gucken, weil das alles, eigentlich dachte ich, mit der Partitionierung sorgen wir dafür, dass wir partitionieren, was rein und raus kann, aber anscheinend nur was rein kann. Ich habe keine Ahnung, wofür die Partitionierung dann hier jetzt gut ist, wenn sie nicht funktioniert. Aber nun gut. Warte mal, hier oben fehlt das Ding. Falsch hingesetzt. Was mache ich denn? So. Okay. Und das nochmal partitionieren. Und das nochmal partitionieren. Und dann das da unten nochmal partitionieren. Zack. Wunderbar. Gut. Wir sehen alles. Wir können auf alles zugreifen. Ich habe ein bisschen mit was anderem gerechnet, mit dem Blockhole-Controller. Aber, na gut. So, ich habe doch noch hier auch die anderen. Doch noch hier 2 weitere. So, wie gesagt, wir können natürlich einen Haufen Channel sparen, einen Haufen Strom, einen Haufen Subnetzwerke, weil wir dann nur einen Storage-Bus bräuchten, aber... Nee, möchte ich nicht. Ist langweilig. Das kann ja jeder. So, machen wir es mal so. Und dann platzieren wir hier dann die 3 aufeinander einfach. Weil die gehören ja im Endeffekt zusammen. So. Das heißt, ich brauche noch ein paar Storage-Bus, die mache ich mal. Und... wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und noch einen schönen Tag. Ja, gehabt euch wohl. Bye.